Es ist geschafft, das Gold ist auf Allzeithoch. In diesem Video spreche ich darüber, was aktuell dafür sorgt, wieso der Goldpreis auf ein neues Allzeithoch gestiegen ist und wie es da weitergehen kann. Auch spreche ich darüber, wie Silber sich zum Gold verhält und was es da von der zukünftigen Performance zu erwarten gibt. Zusätzlich werde ich auf die zukünftigen Entwicklungen der Minenwerte eingehen, die zuletzt ziemlich stark eingebüßt haben. Aber bevor es losgeht, würde ich euch für eure Unterstützung bitten. Lasst dem Video einen Daumen hoch da, damit unterstützt ihr mich und den Trader-Kanal und helft mir dabei, euch weiterhin kostenlos wertvollen Content bereitzustellen. Danke schon mal dafür. Die Goldanleger konnten sich in letzter Zeit am Goldpreis erfreuen. Am 1. Dezember 2023 war es dann soweit. Der Preis für das gelbe Edelmetall kletterte kurzzeitig auf ein neues Allzeithoch. Bei 2075,09 Dollar steht nun die Bestmarke. Die Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell reichten bereits aus, um das Gold glänzen zu lassen. Am vergangenen Freitag sprach der Notenbankchef über die erzielten Fortschritte im Kampf gegen die Inflation. Seinen Aussagen nach könne man sich nun vorsichtig vortasten. Dies reichte bereits aus, um die Kurse nach oben bewegen zu lassen. Er sagte in seiner Rede auch, dass er bereit sei, die Notenbankpolitik auch wieder weiterhin verschärfen zu können, wenn es nötig ist. Diese kleinen Signale, welche auf fallende Zinsen im Jahr 2024 hindeuten, reichten den Goldkäufern bereits aus, um es als Kaufsignal zu deuten. Entscheidend ist immer, wie die Anleger diese Äußerung von Paul deuten und was die Reaktionen am Markt darauf sind. Und diesmal waren die Reaktionen bullisch. Auch Silber konnte ein wenig davon profitieren und zog mit dem Goldanstieg parallel mit nach oben. Allerdings nicht so stark, wie man es vielleicht vermuten würde. Während am Freitag der Goldpreis aus dem Handel mit einem Plus von 1,76% beendet wurde, waren es beim Silber lediglich ein Plus von 0,84%. Normalerweise reagiert der Silberpreis impulsiver. In der Regel ist es so, wenn der Goldpreis um 1% ansteigt, dann sieht man beim Silberpreis einen Anstieg von 2-3%. Genauso ist es aber auch bei fallenden Notierungen. Man kann sagen, dass der Silberpreis meistens mit einem gewissen Hebel zum Gold reagiert. Der kleinere Anstieg vom Silberpreis gegenüber dem Gold hat natürlich eine gewisse Aussagekraft. Es herrscht bei den Silberanlegern Unsicherheit wegen der schwächelnden Wirtschaft. Und dass Silber in der Industrie eine große Anwendung findet, ist es sehr konjunkturabhängig. Kränkelt die Wirtschaft, sinkt auch die Nachfrage nach Silber und in der Regel dann auch der Preis. Und da in den USA eine mögliche Rezession bevorsteht, belastet das auch den Silberpreis. Trotzdem wird Silber bei weiteren ansteigenden Goldpreisen auch ein wenig davon profitieren. Allein die positiven Korrelationen mit dem Gold sorgt dafür, dass auch der Silberpreis mit ansteigt. Was aber ist mit den Minenaktien los? Genau diese Frage stellen sich viele Investoren, die in den letzten Jahren Aktien von Bergbauunternehmen gekauft haben. Während der Goldpreis aktuell ein neues Allzeithoch erreicht, dümpeln die Minenwerte im Verlust und stehen davor, eine negative Performance im Jahr 2023 zu erzielen. Das verwundert natürlich. Schauen wir uns dazu mal die Gründe an. Erstmal sollte man verstehen, dass die Entwicklung von einem Edelmetall zu einem Minenwert nicht immer 1:1 ist. Bei einer Minenaktie beteiligt sich der Anleger an einem Unternehmen, welches Edelmetalle abbaut. Bei jedem Unternehmen besteht auch immer ein unternehmerisches Risiko. Aktuell haben die Bergbauunternehmen sehr stark mit der Inflation zu kämpfen, damit mit stark ansteigenden Produktionskosten. Durch diese gestiegenen Produktionskosten sinken natürlich die Gewinnmargen. Steigende Edelmetallpreise helfen den Unternehmen natürlich, die Margen zu erhöhen. Sollte der Goldpreis nun weiter ansteigen und demnächst die 2000 US-Dollar nach oben nachhaltig durchbrechen, wäre das sehr positiv für die Bergbauunternehmen. Spätestens dann rechne ich auch mit einer Rallye bei den Minenaktien. Eine erste positive Reaktion auf die jüngsten Goldpreisentwicklungen konnte bereits in den letzten Tagen beobachtet werden. Viele Minenwerte konnten ihre Tiefs verlassen und drehen bereits nach oben ab. Bleibt jetzt abzuwarten, ob wir nach dem Allzeithoch im Gold nun direkt weiter nach oben laufen oder ob viele nun das Allzeithoch für Gewinnmitnahmen nutzen, was zunächst erstmal für eine Reaktion nach unten sorgen würde. Rückendeckung bekommt der Goldpreis aktuell von dem saisonalen Verlauf. Ab Dezember stehen wir da vor der saisonal stärksten Anstiegsphase im Jahr. Diese könnte nun bis zum April andauern. Weitere Rückendeckung kommt von der Inflationsfront. Die Inflationsdaten geben zunächst Hoffnung für sinkende Zinsen. Und sinkende Zinsen beflügeln wiederum die Edelmetalle wie Gold und Silber. Wieso das so ist, ist einfach zu erklären. Gold- und Silberanleger bekommen keine Zinsen. Je höher die Zinsen am Markt steigen, desto unattraktiver wird die Anlage in Edelmetalle. Bei sinkenden Zinsen gewinnen die Edelmetalle wiederum an Attraktivität. Die zuletzt veröffentlichte Inflationsrate für den November sank überraschend stark auf 2,4% in der Eurozone. Somit kommen wir dem Ziel der 2% Inflationsmarke schon sehr nah. Nun zum Vergleich, im August lag die Inflationsrate doppelt so hoch. Zuletzt konnte beobachtet werden, dass die Verbraucherpreise stärker gefallen sind, als es vorher angenommen wurde.
In drei aufeinanderfolgenden Monaten fiel das Wachstum des Verbraucherpreisindex stärker als von den Wirtschaftsökonomen erwartet wurde. Somit steigt gleichzeitig der Druck auf die EZB, die Zinsen abzusenken. Die kriselnde Wirtschaft gerät durch die hohen Zinsen immer mehr in Schieflage. Und um die Wirtschaft anzukurbeln, benötigt es fallende Zinsen am Markt, um Unternehmen dazu zu bringen, wieder mehr zu investieren und somit um die Wirtschaft anzutreiben. Wir sahen nun 10 Zinserhöhungen hintereinander. Das Hoch dieses Zinsanhebungszyklus scheint nun endlich erreicht worden zu sein. Sollten wir nun in den nächsten Jahren fallende Zinsen sehen, würde das die Edelmetalle weiter nach oben beflügeln. Immer mehr Menschen da draußen erkennen den Wertverfall der Fiat-Währung, wie es der Dollar und der Euro sind. Gold ist ein Wertspeicher, der schon über 6000 Jahre als solcher auf der Welt existiert. Und das Gold wird auch weiterhin als Wertspeicher existieren, wenn es irgendwann den Dollar und den Euro nicht mehr gibt. Diese Tatsachen werden den Menschen immer mehr bewusst. Die Inflation sorgt dafür, dass das Geld an Wert verliert. Und das ist nicht erst so, seit die Inflation stark angestiegen ist. Eine 2%ige Inflation ist von den Zentralbanken gewollt und das prognostizierte Ziel. Das heißt, dass das Geld mit den Jahren immer seinen Wert verliert. Und auch dann, wenn die Inflation niedriger ist, als es in den letzten 2 Jahren der Fall war. Und das ist der große Vorteil der Edelmetalle, denn diese unterliegen keinen Inflationsabschwächungen. Ganz im Gegenteil, meistens profitieren die Edelmetalle sogar eher von steigender Inflation. Diejenigen unter euch, die in der Vergangenheit an Gold geglaubt haben, werden aktuell belohnt und werden in Zukunft weiterhin belohnt werden. Bei Silber und bei den Minenwerten bleibt weiterhin Geduld gefragt. Aber auch da sollte demnächst mit stärkeren Anstiegen zu rechnen sein. Wie seht ihr die Entwicklung? Schreibt es bitte ins Kommentarfeld. Ich bedanke mich fürs Anschauen des Videos. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.